Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo rund um GTA Online, denn heute wurde ein neues Fahrzeug hinzugefügt und in diesem Video werde ich euch sagen, ob ihr euch das Fahrzeug kaufen sollt, ob es sich lohnt, für wen es sich lohnt, ob das überhaupt Müll ist oder auch nicht, denn das erfahrt ihr natürlich alles hier. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal mit einem fetten Like das Video dazu lassen, also mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Das neue Fahrzeug, was hinzugefügt wurde, nennt sich Mammoth Squaddy. Mammoth Squaddy gehört in der Klasse SUV und ist das Militärfahrzeug, was ihr vielleicht aus dem Perico Heist kennt, von dieser Insel. Das Fahrzeug könnt ihr für schlappe 1.130.000 GTA Dollars auf der Warstock-Seite kaufen und Leute, das ist eine Menge Geld für ein SUV. Aber egal, vielleicht lohnt sich das Fahrzeug ja, weil es einfach schöne viele Tuning-Teile hat. Und Leute, ihr hättet es ja kaum sehen müssen, es hat viele Tuning-Teile. Das bedeutet, das Fahrzeug ist wirklich, wirklich mal was zu gebrauchen. Das Fahrzeug könnt ihr so wunderbar schön ändern, dass es zu euren individuellen Vorstellungen passt. Also ich bin wirklich begeistert von diesem Auto, dass es so viele Tuning-Möglichkeiten hat. Vergleichsweise zu den anderen Fahrzeugen, die in den letzten Wochen immer dran kamen. Aber Leute, ich sage auch hier ganz klar, es ist schön, dass man das Fahrzeug gut tunen kann, dass man viel ändern kann, dass es so ein bisschen persönlicher wird. Aber natürlich könnt ihr damit jetzt kein Rennen fahren oder sonst irgendwas, denn das Fahrzeug ist natürlich sehr langsam. Es ist einfach ein Militärauto, was man gut tunen kann, was ich persönlich eigentlich ziemlich gut finde. Und ich bin in dieser Hinsicht eigentlich sehr zufrieden. Zwar ist der Preis von 1.130.000 GTA Dollars doch ein bisschen hoch, aber naja Leute. Das Fahrzeug könnt ihr zwar so tunen, dass es so gesehen gepanzert ist, aber dieses Gepanzerte heißt eigentlich nichts, Leute. Das Auto lässt sich natürlich wieder mit einer Haftpumpe zerstören und die Scheiben sind natürlich nicht gepanzert. Nur zur Info. Aber ansonsten ist es eigentlich ein ganz, ganz cooles Showcar für die Garage. Also für die Leute, die das Geld übrig haben, würde ich auf jeden Fall empfehlen, es zu kaufen. Da kann man sich wenigstens an den Tuning-Teilen gut erfreuen. Aber sonst würde ich natürlich sagen, Leute, spart euch das Geld, denn das Auto ist absolut kein Muss. Aber das ist ja irgendwie auch nichts Neues in diesem DLC. Aber egal, Leute, das waren eigentlich schon die wichtigsten Infos zu diesem Auto. Es sind leider nicht viele Informationen, aber egal, es reicht ja. Wenn euch das kleine kurze Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die ganzen Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde mal sagen, ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.